Dieser Grand Prix ist ein Heimrennen für unseren Motorlieferanten. Lass uns ein spannendes Rennen für Sie fahren. Jetzt aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone befindest.
kritischen Abnutzungsgrad am Motor erreicht. Lass uns versuchen, die Drehzahl niedrig zu halten. Frühes Hochschalten, spätes Runterschalten. Okay, alles klar. Verschleißdaten vom Motor. Das wird die Leistung beeinträchtigen. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Abstand zum Teamkollegen 6,4 Sekunden. Carlos ist an die Box gefahren. Carlos ist jetzt an der Box. Boxenstoppfenster ist offen. Das Boxenstoppfenster ist offen.
an die Box zu kommen. Los jetzt! Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Anscheinend konnten sie das Problem lösen. Sein Auto wird schneller. In etwa 10 bis 15 Minuten Regen. Abstand zum Hintermann beträgt 1,6 Sekunden. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 1,6 Sekunden.
Wagen vor dir hat auf harte Reifen umgestellt. Wagen vor dir jetzt auf harten Reifen. Schaden angesehen und denken, dass du weiterfahren kannst. Das kostet uns zwar etwas Zeit, aber das Rennen ist ja fast vorbei. Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,9 Sekunden. Grüne Flagge. Turbolader pfeift auf dem letzten Loch. Wir sollten versuchen, ihn nur minimal einzusetzen. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus.
Rechne mit etwas Regen in ungefähr 10 bis 15 Minuten. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Etwa 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Ziel ist plus 1. Schnellere Motoreinstellungen sind verfügbar. Alle über dieses Resultat enttäuscht. Grund genug, hart weiterzuarbeiten und beim nächsten Rennen zuzuschlagen. Also wieder ein fantastischer Sieg für die Silberpfeife. Stefan Römer, was denkst du, wie sie dieses Resultat erzielen konnten? Ich denke, das kluge Reifenmanagement auf der Strecke und die ausgeglichene Fahrweise haben definitiv zum Sieg heute beigetragen. Diese Kombination hat bewirkt, dass jederzeit die Höchstleistung aus den Reifen geholt wurde. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. Schauen wir uns an, welche Auswirkungen dieses Ergebnis auf die Fahrerwertung hat. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Für mich ist das heute Sommer. Heute hat sich eine Menge getan, aber er war der Einzige, der sein Potenzial voll ausschöpfen konnte. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Mercedes hat die Führung in der Rangliste übernommen. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal.